Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Feuerrot und wir begeben uns auf die Route 22, denn hier geht es nicht nur zur Siegestraße, wie ich natürlich aus eigener Erfahrung weiß, nein, Diabo wartet hier auf uns. Hey Cornel, bist du auf dem Weg zur Pokémon Liga? Vergiss es, wenn du dahin gehst, deabonniere ich dich. Wahrscheinlich besitzt du nicht meinen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen, die wird dich nur deabonnieren. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Und das werde ich dir in die Fresse geben, Diabo, Alter! Ich werde dich besiegen! Ich werde dich platt machen mit einem... Der hat ja nur zwei Pokémon. Yugong! Und ich habe vergessen meine... Pokémon richtig eins... Oh. Welches Level hat Yugong? Wasser-Pokémon. Oh nein, Alter, Yugong ist stark. Scheiße, Yugong kann eventuell Eisstrahl. Aurora-Strahl. Vöglein. Nein. Vöglein, Alter, entspann dich. Ich hatte gerade kurz Angst. Horny regelt das. Ach, bitte, das ist jetzt aber nicht effektiv, oder? Doch, aber Horny ist ein richtig krasser Typ, ey. Der hält das aus. Oh, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht. Ich probiere mal Doppelkick. Und wir sind trotzdem noch schneller, obwohl unsere Init gesenkt wurde. Horny ist echt ein starkes Pokémon. Also, da haben wir echt jetzt für den... fürs frühe Spiel einfach ein gutes Pokémon bekommen. Das ist sehr effektiv. Okay. Alles klar. Oh, und jetzt ist unsere... Oh, nein. Okay. Ich hatte kurz Angst, dass es ein Volltreffer wird. Ihr habt mir im letzten Part geschrieben, Cornel, mach nicht den Fehler, dass du die Volltreffer herbeirufst. Deswegen habe ich extra nichts gesagt. Ich hatte aber trotzdem Angst. Alles klar. Horny auch Level up. Richtig gut. Ich hatte trotzdem Angst. Und ja, Raupi. Er hat immer noch einen Raupi. Er hat es noch nicht entwickelt. Das ist natürlich... süß. Das ist halt der Randomizer. Und dass mein Rivale sein Pokémon behält, ist halt jetzt mein Vorteil, dass er immer einen Raupi haben wird. Beziehungsweise, ich schätze mal, dass er irgendwann auch einen Smetbo hat, aber... Oh, Horny! Stell dir mal vor, der hätte Horny jetzt besiegt. Dann wäre ich nicht mehr froh geworden. Naja. Gut, der Kampf gegen Diabo war also auch kein Problem. Oh nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben, ey! Diabo! Ja, wir gewinnen 144 Pokédollar. Die werden wir brauchen, denn wir brauchen auch mal wieder Tränke. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ich hab dich gerade besiegt, Diabo, ey. Entspann dich mal. Krasser Typ. So. Wir gehen jetzt ins Pokémon-Center, beziehungsweise ich werde jetzt ins Pokémon-Center gehen. Und dann sehen wir uns in Mamoria City wieder, denn da gehen wir dann weiter auf die nächste Route und fangen hoffentlich auch das nächste Pokémon. Bis gleich. So, und in Mamoria City gehen wir erstmal in den nächstgelegenen Markt und gucken uns kurzes Sortiment an und werden uns dann wahrscheinlich, wir kaufen uns mal 4 Tränke noch. Mir haben auch Leute gesagt so, man darf nur so und so viele Heil-Items besitzen und bla bla bla. Ganz im Ernst, ich habe doch sowieso keine Kohle. Ich meine, ich hab 6 Gegengift, nee. Kauf mir lieber ein Paraheiler. Ich weiß, einer ist vielleicht ein bisschen, aber so oft ist halt nicht paralysiert. Einfach nur für den Notfall. Ein Aufwecker, ein Feuerheiler, ein Fluchtseil, Schutz. Schutz wäre eine coole Sache, kann ich mir aber nicht unbedingt leisten. Das Problem ist, diese Sachen, diese wilden Pokémon können schon manchmal nerven. Vielleicht werde ich mir mit Schutz was einfallen lassen, aber mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht.
Ja, jetzt ist so die Frage, wollen wir die Stadt erkunden, ja oder nein? Ich denke nicht. Ich meine, in der Randomizer Nuzlocke ist jetzt nicht das wichtig, dass wir jetzt hier einen ganzen Part lang durch Marmoria City laufen und uns das Wissenschaftsmuseum angucken. Zum einen könnt ihr euch das Spiel ja auch selber kaufen oder was auch immer und euch das dann selber angucken, was es da alles zu erkunden gibt. Und zum anderen, ja, hier steht auf unserem Plan, dass wir nicht sterben wollen, dass wir unsere Pokémon nicht verlieren wollen und dass wir der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten werden wollen. Und deswegen werde ich jetzt die Städte alle nicht unbedingt so gründlich durchforsten. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ja, das ist so eine Sache, die mir bei Pokémon jetzt nicht unbedingt die allergrößten Freuden macht, weil, ja, es ist halt, ne, ich spiele das Pokémon, um Pokémon zu spielen und nicht, um mit Leuten zu reden, ja. Da ist einer vom, jetzt kriegen wir die Turbo-Treter. Oh, Quandl, ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm es bitte. Quandl hat die Turbo-Treter. Wow, das ist geil. Drücke den B-Knopf, um zu rennen, aber nur, wenn Platz ist. Nun muss ich zurück zum Labor. Bis die Tage. Ja, tschüss, auf jeden Fall. Und danke. Ja. Oh, ein Brief ist dabei. Hallo Quandl, hier ist ein paar Turbo-Treter für meinen geliebten Trainer. Denk dran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Okay, danke Mama. Und ja, jetzt können wir laufen, das ist richtig cool. Jetzt die große Frage, was stand da gerade? Route 3, 4, 5? Ich gehe nochmal zurück. Route 3, okay, das ist Route 3. Auf Route 3 gibt es auch hohes Gras, da vorne. Mal gucken, ob wir da... Ich muss auf die Uhr gucken. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Ich will jetzt einfach mal... Das ist jetzt mit dem Schneiden ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Ich spiele einfach jetzt bis dahin. Und wenn die Parts ein bisschen länger sind, ist es ja nicht schlimm. Ich denke mal, ihr freut euch ja darüber. Und wenn sie ein bisschen zu kurz sind, dann verzeiht es mir. Dann habe ich das einfach falsch eingeschätzt. So, wir haben hier sehr viele Trainer. Ich glaube, wir können in diesem Part noch gar kein Pokémon fangen, weil wir einfach noch nicht dahin kommen. Was starrst du mich so an? Ja, Entschuldigung. Ich habe meinen Krabby vorne. Boah, Alter. Göre Rachel. Hat einen ziemlich kurzen Rock an. Wenn dir mal ein Pokéball hinfällt, ne? Die hat auch einen Jugong. Kann doch nicht sein, ey. Das Ding ist stark. Ja, wir müssen mit Horny dran. Das wird uns aber wieder extrem viel einstecken lassen. Ich hab ein bisschen... Oh. Es macht 11 Damage. Und wir kriegen es nicht sofort tot. Außer wir haben vielleicht Glück mit einem Volltreffer. Nee. Jetzt müssen wir nochmal einstecken. Und wenn wir... Oh, eine Kopfnuss. Okay. Hätte sie jetzt wieder Eissturm eingesetzt, hätten wir nämlich das Problem gehabt, dass wir wieder zu langsam gewesen wären, glaube ich. Oder hast du doch auch gerade die Init gesenkt, ja? Und dann hätten wir halt wieder das Problem gehabt, dass wir nochmal einstecken müssten. Aber es war jetzt nicht so. Carpador. Carpador. ja, da wechseln wir einfach mal, um die Erfahrung auch ein bisschen aufzuteilen. Carpador kann uns eigentlich nicht gefährlich werden, oder? Dann packen wir mal Wackel rein. Wie ihr vielleicht seht, ich habe Wackel und auch Krabby, also Schnippi, ein bisschen aufgelevelt. So, ja, und wie schon erwartet, kann das Carpador nur Platscher. Das kann natürlich auch passieren, ne? Randomizer ist immer voller Überraschungen, das macht das Ganze ja auch so interessant. Das ist einfach, das macht sehr viel Spaß. Mir hat auch im letzten Part einer in die Kommentare geschrieben, ich lese die Kommentare ja sehr sorgfältig und ich habe auch das gelesen mit den Spezial und Physisch, mit den welche Klassen was sind und so, lerne ich alles, also ich bedanke mich da vor allen Dingen bei euch für diese ganzen Kommentare, ich, wie gesagt, ich habe auch, also es macht mir so viel Spaß, dass ich durchaus auch plane, Hard Gold zu Let's Playen, also im Grunde plane ich von jeder Generation mal ein, mindestens eine Edition als Nuzlocke und vielleicht dann auch Randomizer zu spielen, also von daher immer her mit all den ganzen Sachen, die ich lernen muss, um irgendwie Pokémon-Experte zu werden. Ich bin da echt momentan sehr motiviert. So, es gab jetzt nicht so viel Erfahrung, es war relativ logisch, aber naja.
Deswegen, also könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich werde dann auch im Oktober, glaube ich, kommt ja Pokémon raus. Ich habe immer noch Krabby vorne, scheiße. Schnippi. Schnippi natürlich. Ich glaube, im Herbst irgendwann kommt ja Pokémon Alpha und Omega. Alpha Rubin und oder Alpha Saphir, was auch immer. Die Remakes von Saphir und Rubin, die werde ich dann, wenn die rauskommen, auch let's playen. Wahrscheinlich auch als Nuzlocke, ja. Eine Herausforderung von Käfersammler Dudley. Warum haben die denn alle jetzt einen Jurong? Level 10, oh Mann! Das dürfte doch eigentlich jetzt nicht so effektiv sein, wobei Eis gegen Wasser könnte schon. Aber wenn das Wasser warm ist, dann ist Eis wieder schwach. Ich dachte mir, wenn wir einen Silberblick jetzt vielleicht raushauen, wir könnten vielleicht noch einen Silberblick raushauen. Ich hoffe, das tötet ihn jetzt nicht. Wow. Ich dachte mir, wenn wir mit Krabby hier ein bisschen Vorleistung arbeiten, haben wir vielleicht dann nicht ganz so große Schwierigkeiten dann mit Horny. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich habe auch einen Kommentar bekommen. Da hat einer geschrieben, also es sollte auch kein Hate sein oder so, falls du das guckst, ne? Das fand ich nur lustig. Der hat geschrieben, Horny war aber ein doofer Name. Ach, Horny war schon verletzt, genau. Horny war aber ein doofer oder war ein ungünstiger Name, weil das heißt ja geil auf Englisch. Oder ne, so I'm horny, ne, ihr versteht? Das habe ich extra gemacht. Hahaha, verstehst du? Das ist voll lustig, ne? Horny. Haha. Weil der hat ein Horn und der ist horny. I'm so horny. Horny, horny. I'm so horny, horny, horny. Ja. Ne, versteht ihr? Aber ich bin ein richtig humoristischer Mensch. Boah, und Horny levelt wie verrückt. Ich kann nichts dagegen tun. Auch dazu nochmal kurz zu diesem Level-Cap, was die Pokémon-Arena-Leiter haben. Ich werde versuchen, mich daran zu halten. Wenn ich jetzt hier durch die Trainer presche und ich brauche Horny einfach, damit nicht stirbt und der ist dann hinterher überlevelt, also über dem Arena-Leiter, kann ich da nichts für. Aber ich versuche es zu vermeiden. Ich möchte das selber ja nicht. Ich will ja selber Herausforderungen. So, Pikachu. Ja, da ist Horny eigentlich auch ganz gut, oder? Ist Kampf nicht effektiv gegen Elektro? Nee, nicht effektiv nicht, aber ist auf jeden Fall okay. Kann man mit arbeiten. Ja, dann haben wir jetzt einen Schnabel. Ja, ein Schnabel ist zwar nicht effektiv, aber hauen wir einfach mal einen Schnabel raus. So. Ich überlege gerade, wir hätten nicht wechseln können. Wir hätten nicht wirklich wechseln können. Damit Horny nicht die ganzen Erfahrungspunkte kriegt. Jetzt können wir wechseln zu unserem Vöglein. Ah, das ist auch schon echt. Also Vöglein und Horny sind so momentan und Lapras natürlich auch, aber ein Wasser-Pokémon kommt momentan echt zu kurz. Ne? Es ist fast gut, gegen Rocco war es auf jeden Fall hilfreich, aber sonst kommt fürs Wasser-Pokémon echt nicht so viel. Ja, wir bräuchten ein Feuer-Pokémon und ein Elektro-Pokémon. Mir hat auch letztens einer geschrieben, also ihr seht vielleicht, ich lese eure Kommentare sehr aufmerksam, weil mir die auch noch an dem Kopf sind. Da hat einer geschrieben, du brauchst am besten verschiedene Typen und dein Team ist momentan nicht so gut, weil Nidoran, also Nidoking und Nidorina sind ja beide Gift. Ja, aber ich habe ja nicht mehr. Ich habe ja keine Auswahl, Kollege. Verstehst du? Was soll ich denn machen? Ich habe ja nur diese Pokémon. So, packen wir mal hier Nessie nach vorne und wagen uns noch in den nächsten Pokémon-Kampf. Momentan läuft alles ganz gut. Ich werde jetzt auch nicht nach jedem Trainer heilen gehen. Ich meine, das ist ja auch nicht nötig, wenn man noch Tränke. Und es soll ja auch, ne, das wäre auch dann wieder relativ lame. Goldini wird in den Kampf geschickt, das ist auf jeden Fall gut. Wobei Goldini wahrscheinlich die Hornattacke kann. Das sollte aber jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich weiß, Aquaknarre macht keinen Schaden. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, inwiefern das dann aussieht. Also wie viel Damage das insgesamt macht. Ja. Aber das Gesang ist auf jeden Fall auch eine gute Attacke. Die trifft zwar nicht immer, aber ja, jetzt hat es auf jeden Fall auch wieder auf Anhieb geklappt. Das ist relativ cool. Und dann wechseln wir das Pokémon. Und versuchen dann einfach, ja, packen wir mal Wackel rein. Denke, das sollte klappen. Wackel kann ich auch mit einem Mondstein weiterentwickeln. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern sich das lohnt. Wegen
Ja doch, ich müsste es mit dem Mondstein weiterentwickeln können. Ich weiß nicht, inwiefern sich das lohnt, wegen den Attacken, die es noch lernt. Ob wir da auf irgendwas warten sollen. Wir haben ja auch Steinhagel bekommen. Vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, ob wir Steinhagel jemanden beibringen sollten. Ansonsten haben wir noch gar keine TM, ne? Das war unsere erste. Ja, wir brauchen echt mal ein paar TMs. Also so Wackel könnte schon eine bessere Attacke gebrauchen, aber... Ja, vielleicht lernt ihr jetzt auch bald was. Nee, also momentan noch nicht. Nidoran männlich, okay. Das solltest du doch auch schaffen, oder? Ja, doch, doch. Ein Silberblick ist natürlich nicht das allerbeste. Ja. Ich weiß übrigens jetzt auch, danke dafür, Weißnebel von Lapras schützt mich nicht vor Paralyse oder vor Schlaf oder so, sondern vor einem Silberblick zum Beispiel. Also so eine Statusveränderung, nicht eine Statuseinschränkung. Nee, ich weiß nicht genau, wie man die unterschiedlich betitelt, aber ich weiß jetzt, was damit gemeint ist. Ja. Da nur mal so viel Info noch dazu. Gut. Da sind wir gut vorangekommen. Das heißt, wir haben im nächsten Part auch noch mal ein paar Trainerkämpfe vor uns und dann können wir ein neues Pokémon fangen. Ja, es läuft momentan ganz okay. Wir haben mit Horny einen echt guten Rückhalt, der da auch gegen Eis-Pokémon angehen kann. Yugong hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Aber wir haben alles hingekriegt bis jetzt. Es ist noch kein Pokémon gestorben. Ich bin gespannt, wann das erste Pokémon stirbt. Ich habe ja immer so die leise Hoffnung, Alter, du schaffst es, ohne dass ein Pokémon stirbt, weil du einfach so gut bist. Aber ich glaube, diese Hoffnung wird mir bald zerrissen und ja. Naja, dann schauen wir mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir auf Route 3 vielleicht ein Feuer-Pokémon begegnen. Oder ja, Elektro-Pokémon wäre auch ganz nett und ja, keine Ahnung, wir gucken mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und ja, danke für all die lieben Kommentare. Schreibt mir auch wieder Tipps und Tricks und alles Mögliche in die Kommentare rein. Ich freue mich da immer sehr, sehr doll drüber. Und dann, ja, tschüss und bis morgen zum nächsten Part. Tschüss!